Seit mehr als 20 Jahren begeistern sie das Publikum mit hochwertigem deutschen Sprechgesang. Wenn eine Band weiß, was geht, dann sie, die Fantastischen Vier. Sie sind gut, sehr gut und deshalb populär. Bis heute haben die Stuttgarter über 6 Millionen Platten verkauft. Doch wer sind die vier Musikterroristen, die mit teilweise äußerst fragwürdigen Mitteln für bessere Musik, mehr Style und Coolness für alle streiten? Ist das geil oder was? Markus Kafka begibt sich auf Spurensuche. Weltweit. Backstage. Hautnah. Die Fantastischen Vier, jetzt bei Number One. Auf dieser Bühne hier stehen gleich die Jungs, die dem deutschen Hip-Hop oder wie sie selbst sagen, dem deutschen Sprechgesang zum Durchbruch verholfen haben, die Fantastischen Vier. Ich freue mich schon sehr auf das Konzert und auch auf das Interview. Ich werde mit ihnen über ihre wahnsinnige Karriere sprechen und zwar bei uns in der Number One Redaktion. Dieses Number One ist für mich was ganz Besonderes. Die Fantas hatten gute Zeiten und ich war mit dabei. Als Moderator und als Fan. Schon eine Wahnsinnsentwicklung, die Jungs hinter sich haben. Allein diese Hits, Respekt. Die da. MFG. Mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, ey, wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Sie ist weg. Ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Gebt uns ruhig die Schuld. Gebt uns ruhig die Schuld. Für das Dilemma wollte gerade was sagen, doch wir waren wieder mal schneller. Also gebt uns ruhig die Schuld. Ein Marsch der Hip-Hop-Titanen. Seit 21 Jahren machen sie jetzt zusammen Musik. Und wir alle haben live miterlebt, wie sie erwachsen wurden. Aus fröhlichen Jungs sind gestandene Männer geworden. Schon erstaunlich, dass diese vier grundverschiedenen Typen es so lange miteinander ausgehalten haben. Was ist denn das Geheimnis eurer seit über 20 Jahren funktionierenden Ehe? Ich würde sagen, das Geheimnis unserer seit 20 Jahren andauernden Ehe sind getrennte Betten. Ah ja. Und unser unbedingter, ungeteilter Wille, uns nicht wiederholen zu wollen, der schon fast krankhaft bezeichnet werden darf, das dafür sorgt, dass wir immer abwechslungsreiche Platten machen, jedenfalls aus unserer Sicht, bescheidenen Perspektive. Manch anderer würde sagen, das ist schon das Gleiche. Aber finden wir eben überhaupt nicht. Das treibt uns wirklich an. Ihre Wandlungsfähigkeit hat die Band auf 8 Alben eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Motto: bleibt alles anders. Längst sind die Fantas mehr als nur eine Hip-Hop-Band, auch wenn sie das Etikett nun nicht mehr loswerden. Ja, tatsächlich sehen wir uns ja schon sehr lange nicht mehr als Hip-Hop-Band. Die Diskussion ist auch irgendwie für Bands in der Findungsphase eine sehr wichtige Diskussion. Aber für uns ist das nicht interessant. Ja, danke Smudo, gutes Stichwort. Findungsphase, genau die schauen wir uns jetzt mal an. Hey, es ist schon lange her, ich weiß gar nicht mehr, wie es so richtig begann. Die 80er Jahre, der Beginn des digitalen Zeitalters. Der Computer ist längst nicht mehr aufzuhalten. Auch die Musikindustrie setzt auf Bits und Bytes. Die CD kommt auf den Markt. Und aus Amerika schwappt ein neuer Fitnesstrend nach Europa. Eine Kombination aus Tanz und Gymnastik namens Aerobic. In New York ist man schon wieder einen Schritt weiter. In der Bronx wird der Plattenspieler als Musikinstrument entdeckt, der Rap entsteht. Und mit ihm eine ganze Jugendkultur aus Musik, Breakdance und Graffitis. Dank Blondies Rapture, dem ersten weißen Rap, wird der Sound immer populärer. Der vielversprechendste Versuch in Sachen deutscher Sprechgesang gelingt Johann Hölzel, besser bekannt als Falco. Sprich dafür, der das nicht noch.
Kommissar erreicht in fast ganz Europa Platz 1. Doch Falco bleibt die Ausnahme. Stattdessen überschwemmt die neue deutsche Welle das Land. 5 Jahre lang regiert der Sound die Republik, bis allen vom fröhlichen Geträller der Schädel brummt. Deutschsprachige Musik ist bis auf Weiteres erst einmal out. Bis das zarte Pflänzchen Hip-Hop ausgerechnet in Stuttgart wieder zu keimen beginnt. Denn dank der amerikanischen GIs kommt die schwäbische Jugend in Kontakt mit dem echten Rap, den Originalen aus Amerika. Wir schreiben das Jahr 1988. Andreas Rieke, der spätere Andy Y, sitzt in seinem Zimmer in Leinfelden-Echterdingen, Schönbuchstraße 13, vor seinem Computer, einem Commodore 610, und bastelt Rhythmen wie diesen. Ich wollte immer gern Beats machen, ich wollte auch gern Schlagzeug spielen, durfte ich aber nicht wegen der Lautstärke und Mietwohnung und so. Und das ging alles nicht. Und so bin ich dann halt über den elektronischen Weg zum Beat gekommen. Und Hip-Hop-Musik war damals ganz neu, sehr beatlastige Musik, einfach genau mein Ding. Doch die Eltern machen sich Sorgen. Den ganzen Tag sitzt Andy allein vor seiner Kiste. Genau wie Michael B. Schmidt, der spätere Smudo. Da kommt ihren Müttern die rettende Idee, warum die beiden nicht zusammenbringen. Eine schicksalhafte Begegnung, denn Smudo ist schon von frühester Kindheit an ein Wortakrobat. Wie er noch ein Baby war, hat uns einmal überrascht. Da hockte er vorne und es gab Marmelade. Wir sagen, jetzt gibt es Marmelade. Plötzlich kräht er Papalade. Weil ich ihm die Marmelade machte, hieß es Papalade. Ja. Da war noch ein ganz kleines Kind. Unser Michael, ja. Jungpoet Smudo und Rhythmusliebhaber Andy bilden die Keimzelle der Fantastischen Vier. Zu ihnen stößt kurz darauf Thomas Dürr, der zunächst ganz andere Berufspläne hat. Nee, er wollte ja noch Friseur werden und eventuell Maskenbildner. Aber er hat schon ein Spleen-Kit für sowas Künstlerisches, ne? Noch sind die Fantastischen Vier zu dritt. Ihr Traum, auszubrechen aus der Enge der Stuttgarter Vororte und als Popstars ganz groß rauskommen. Fehlt nur noch der vierte im Bunde, Michi Beck, der zum damaligen Zeitpunkt eine Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann absolviert. Der richtig durchgestartet sind wir kurze Zeit später, als wir Michi Beck getroffen. Und zwar auf einer Party, wie er besoffen auf dem Boden liegt, rappt My Blue Opel is the very best car. Und hat sich währenddessen Bier in den Hals schütten lassen, synchron gleichzeitig. Da wussten wir, dieser Mann, Multitalent, kann alles. Ich meine, ich war damals auch noch jünger und frischer und in der Zeit sind auch meine Brüste größer geworden. Thomas, zu diesem Zeitpunkt Mitglied eines Friseurstudios, Gunter Hansemann in Leonberg, Abteilung Talentstudio, zückt seine Karte, steht drauf Talentstudio, Gunter Hansemann, und gibt Michi Beck in seinem volltrunkenen Zustand, hier, ruf mich an. Michi nimmt die Karte, der Talentsucher, und dachte, wir wären ganz aus Hollywood und nicht aus Gerlingen. Ja, und dann war es echt ganz schön ernüchternd, der Anruf. Friseursalon Hanselmann. Nicht im Talentstudio. Ja, das sind unsere Lehrlinge. Oder zack, aber dennoch nicht abschrecken lassen. Verabredet, Smudo auch dabei, Tapes vorgespielt. Geil gefunden. Direkt am nächsten Nachmittag zu Andy gegangen ins Kinderzimmer und ersten Track aufgenommen. Sofort. Die Fantas sind komplett. Als Terminal-Team geben sie nun richtig Gas. Und wie der Name schon signalisiert, noch wird auf Englisch gereimt. Ja, nachdem der Startschuss erstmal gefallen war, ging es für unsere Burschen Schlag auf Schlag. Und dabei spielten die Stuttgarter Jugendzentren eine nicht unwesentliche Rolle. Zum Beispiel die Bude hier, das Jugendhaus Heslach. Da hatten die Fantas ihren allerersten Auftritt am 10. Juni 1988. Damals natürlich noch unter dem Namen Terminal Team. Shall we do it again? Yeah, yeah! Shall we do it again? Kurz darauf reisen Smudo und Thomas D. in die USA, um sich vor Ort selbst ein Bild zu machen. Im Mutterland des Rap geht den beiden deutschen Nachwuchs-MCs ein Licht auf. Wenn wir dort gerappt haben auf Englisch, war es für alle so eher peinlich. Wenn wir aber auf Deutsch gerappt haben, waren die alle so, wow, große funky, man, that's great, that's great. Hier ist das Bier, ihr könnt gar nicht übernachten und so weiter. Und das war eigentlich der Grund, nach Hause zu kommen und zu sagen, Jungs, wir machen gern weiter, aber mit Englisch, das wird nichts, wir müssen uns umbenennen. Und die beiden meinten, okay.
Doch mit der Namensänderung allein hätte es die Band wohl kaum geschafft. Um aus den Fantastischen Vier die größte Hip-Hop-Band Deutschlands zu machen, mussten sie erst auf Nummer 5 treffen. Ihren Manager Andreas Lesker, genannt Bär. Als du diese Tapes bekommen hast, die ersten, hast du da sofort Potenzial gesehen? Also witzigerweise ja. Also ich habe tatsächlich, das glaubt ja heute keiner mehr irgendwie, aber ich habe tatsächlich damals gesagt, das ist was ganz, ganz Besonderes. Das hat was, das gibt's noch nicht. Ganz speziell Hausmeister Thomas D., also die erste Single, mit dem Sample von Brickhouse drin, von Commodores, fand ich natürlich eine wahnsinnig gute Idee, dieses Haus irgendwie und dann das Meister hinterher. Mir war das von Anfang an echt klar, dass die Potenzial haben, weil sie was ultra Neues und wahnsinnig und das wahnsinnig konsequent machen. Eigentlich wollten wir zu der Zeit selber eine Platte produzieren, also aufnehmen in einem Studio, selber bezahlen und dann halt so 1000 Platten pressen lassen und die verteilen oder aus dem Kofferraum verkaufen. Aber dann hat er schon in Bärmanier gesagt, ah, das ist Quatsch. Das war ein ganz großes Stil. Gleich Major. Wir holen uns Plattenfirma und los. Wir vier alleine wäre es nicht gewesen. Der Bär war der nötige Katalysator, der diese chemische Reaktion zur Fanta-Werdung richtig angefordert hatte. Der hatte den Think-Big-Gedanken. Der hat den Think-Big-Gedanken reingebracht. Ihr neuer Manager macht einen Vorschuss von 5000 Mark klar. Endlich kann die Band in einem echten Tonstudio erste Demos aufnehmen. Der plötzliche Geldsegen weckt Hoffnung auf mehr. Und dann bin ich rausgegangen und habe damals zum Bär gesagt, Bär, wir sind reich, alle, wir haben es geschafft. Guck mal hier, ich sehe meinen Namen in Leuchtbuchstaben auf jedem Haus. Thomas D. Das D müsste vom Extrahaus stehen natürlich. Den Friseur aus dem Talentstudio mit 5000 das heißt, Mark vollkommen für mich war es von Anfang an klar, dass das Ding ganz groß Schick. Wird. Achtung! Yeah. Der erste Plattendeal lässt nicht lange auf sich warten. Mit ihrem Debütalbum Jetzt geht's ab legt die Band den Grundstein für ihre deutsche Hip-Hop-Formel. Fluffige Liebesgeschichten und Alltagsreflexionen, untermalt mit Samples von Hörspielplatten. Pass auf, hier ist einer auf den Fersen. Ihr werdet mich lieben. Das Publikum ist verwirrt. So etwas hatte man bisher noch nicht gehört. Leute, was geht ab? Oder seid ihr schon schlapp? Na, guck mal, was ich hab. Ich hab einen tollen Rap. Ich weiß noch, wie sonderbar diese Erfahrung war. Ne? So ein Ding zwischen Comedy und Hip-Hop und vielleicht auch so ein bisschen deutscher Schlager. Es war auf jeden Fall, man hat aufgehorcht und sich gedacht, was ist denn das? Jetzt passt auf! Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir machen Rap-Musik und wir hören sie auch gern. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir machen Rap-Musik und wir hören sie auch gern. Herzlich willkommen zu unserer Show. Herzlich willkommen zu unserer Show. Und meine Wenigkeit, ich heiße SMUDO. Also ich finde, das war eine geniale Platte. Ich habe die jeden Tag gehört. Und es ist eigentlich immer schwierig, so für, wenn du so schon getrimmt bist auf englischsprachige Musik und dann auf einmal was Deutsches zu hören. Normalerweise fühle ich, keine Ahnung, kann ich meistens nichts damit anfangen, aber das ging sofort rein. Vor allem über ihre Live-Auftritte gelingt es der Band, sich eine kleine, aber treue Anhängerschaft zu erspielen. Wir haben überall gespielt, wir haben überall gerappt, scheißegal wo Mikro war. Wir sind rumgefahren durch ganz Deutschland mit den eigenen Autos, haben selber die Anlagen aufgebaut, irgendwelche Scheiße, wir haben immer gespielt, wir wollten es so sehr wissen. Trotz aller Anstrengungen, der große Erfolg will sich einfach nicht einstellen. Die erste Single, Jetzt geht's ab, schafft es gerade mal auf Platz 99 der Charts. Ist ihr großer Traum vom Popstar-Dasein schon geplatzt? Und da dachten wir, naja, das war's jetzt mit dem Plattenvertrag. Danke, wir haben es probiert. Pech gehabt, 18.000 Stück, das kann es ja nicht gewesen sein, weil damals waren ja auch Stückzahlen, also heute 18.000 für Newcomer, würden alle sagen, Wahnsinn, weitermachen, toll. Aber damals war das schon so, naja, das hat man ja auch mal am Tag verkauft. Haben Sie vielleicht das falsche Konzept? Die Szene in Deutschland jedenfalls verlangt mehr von Hip-Hop als nur lustige Texte. Das glaubwürdige Gegenmodell ist die Gruppe Advanced Chemistry aus Heidelberg, die etwa zur gleichen Zeit wie die Fantas gegründet wird und ebenfalls auf Deutsch rappt. Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen. Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr. Gab's da nicht eine Zeit, wo schon mal so war? Gehst du mal später zurück in deine Heimat? Wohin? Nach Heidelberg, wo ich hab? Nein, du weißt, was ich meine. Komm, lass es sein. Es gab natürlich auch schon Acts davor,
Advanced Chemistry oder andere, die Hip-Hop gemacht haben in Deutschland. Aber die Fanta 4 waren die ersten, die es kommerziell geschafft haben. Der Grund, warum die Fantas mit ihrem zweiten Album 4 gewinnt, schließlich doch alle Konkurrenten hinter sich lassen? Sie schreiben Songs über Themen, die alle interessieren. Es geht um Liebe, es geht um Sex. Wer will beim Musikhören schon ständig mit Problemen konfrontiert werden? Erst gab es Saft und wir dachten, das ist das Ding, so gib mir einen Saft, ja, so lustig, finden alle. Und das hat auch mit Liebe und so zu tun. Ein bisschen und also, ja, der Bär dann gleich wieder. Ja, ist lustig, aber spielt ja keiner. Kein Saft sagen, ich bin verrückt. Es geht hier um ein Thema, das jeden interessiert. Es macht das Leben angenehm und irre kompliziert. Ich kann es nicht verleugnen und ich will es nicht bestreiten. Es geht hier um den Austausch von Körperflüssigkeiten. Mir war ziemlich klar, dass wenn man sich im Radio 1992 über einen Austausch von Körperflüssigkeiten unterhält, dass das im Radio nicht stattfinden wird. Das hätte auch nicht stattgefunden. Abgesehen davon, dass die Nummer nicht halb so viel Witz und Wortwitz hat und huckig ist wie die da. Dida ist der große Durchbruch. Die Geschichte von der Frau, die freitags nicht kann, begeistert nicht nur die Hip-Hop-Fans. Dida klettert in Deutschland auf Platz 2, in Österreich und der Schweiz sogar auf Platz 1. Und Dida war der Versuch, der geglückte Versuch von uns, deutsche Rapmusik irgendwie ins Radio zu bringen. Wir hatten die erste Platte gehabt, vor Dida ein Album gehabt, was wirklich Fans angesprochen hatte, auch Hip-Hop-Fans, und wir ein Live-Publikum erspielt hatten, auch nicht wenig, aber es fehlte einfach der nächste Schritt, eine große Band zu sein, eben auch im Radio stattzufinden. Und dann haben wir eben unsere Mittel, die wir noch für kreativ kompromissfähig hielten, Pfeifen, Klavier, Love Story, um einen Radiosingle zu versuchen, die voll eingeschlagen ist. Moment mal, Smudo, da ist meine ja. Wo? Es ist die da, die da am Eingang steht. Was? Das ist die da, um die es sich doch bei mir dreht. Was? Die da? Und wer ist dieser Mann? Ich glaub, das ist der Grund, warum sie freitags nicht kann. Und dann gab es irgendwie so einen Tag, bin ich hin zum Fitz und hab gesagt, sag mal, was haben wir denn eigentlich jetzt verkauft, wenn der viel gewinnt irgendwie? Er sagte, also 15.000. Sag ich, wow, das ist aber amtlich, wir sind ja erst seit 3 Wochen draußen. Also das ist ja irre. Also wir haben ja für das letzte 18.000 haben wir fast 1,5 Jahre gebraucht. Ja. Jetzt haben wir schon nach 3 Wochen, sagt er, ja, nee, heute 15.000. Sag ich, ja, bis heute. Sagt er, nee, Bär, heute. Also wie heute? Also jetzt nochmal, ja, wir haben bis heute, ich habe das nicht verstanden, wollte es auch nicht verstehen, glaube ich. Bis er mir dann, bin ich mich angeschrien, hat gesagt, sag mal, du Penner, wir haben heute 15.000 Einheiten verkauft. Ich so, das geht doch gar nicht. Ich habe ein physikalisches Problem gesehen, wie man an einem Tag 15.000 Platten verkaufen kann. Hi. Hi, I'm Hallo. Thomas Dean. Hi, I'm a Smoothie O. Right now we're on stage in Kassel. Yes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Fantastischen Vier haben es geschafft. Sie sind Superstars. Wir waren an einem Tag bei MTV in London. Und am nächsten Tag bei Musik liegt in der Luft bei Dieter Thomas Heck. Wir kommen jetzt zu den Shootingstars des Jahres 1992. Die Fantastischen Vier. Das sind nicht die da und nicht die da und auch nicht die da. Nein. Das sind die da! Und dazwischen hat uns, weil das logistisch gar nicht funktioniert hat mit dem Fliegen, hat uns die Plattenfirma ein Learjet hingestellt, um diese zwei Sendungen zu machen. Also wie krank ist das denn? Morgen! Auf geht's! Hurra! Autogramme ist unser Leben! Autogramme! Olle, olle, Autogramme! Der Teenie-Wahnsinn ging los. Also wir sind ja quasi mehr oder weniger gleichzeitig mit Take That gestartet. Und das, was Take That international abgerissen hat, haben wir in Deutschland abgerissen. Wir konnten nicht auf die Straße. Bitte, 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 alle Autogramm, bitte. Also es war wirklich, wir hatten eine Zeit lang einen Bodyguard, weil das wirklich nicht mehr auszuhalten war. Die Kids echt ausgerastet sind. Der Hype um die Band kennt keine Grenzen mehr. Bei der Bravo stellt man sogar eine eigene Sachbearbeiterin für die Truppe ab. Die Teenies liegen euch zu Füßen. Ich muss doch mal fragen, ich kenne das ja nicht. Wie kommt man damit zurecht? Ich weiß nicht.
Wie kommst du damit zurecht, Mutter? Ach, es ist einfach da. Ich meine, genauso wie alles andere. Und ich meine, es wird alles heißer gekocht, als es gegessen wird im Endeffekt. Auch die Gruppis, ja. Auch die Teenies und alles. Ich denke also wenig, denke ich positiv gewenig, doch als Spiegel meiner Umwelt und... Mit dem Erfolg beginnen die Probleme. Plötzlich hagelt es von allen Seiten Kritik. Die Fantas werden von der Szene als Verräter gebrandmarkt. Dürfen weiße Mittelstandskids überhaupt rappen? Sind sie nicht viel zu fröhlich für Hip-Hop? Haben sie darunter gelitten, dass sie nicht ernst genommen wurden, weil sie das, was sie gemacht haben, ja durchaus ernst gemeint haben? Es hat uns trotzdem gewurmt, dass wir gedisst wurden. Durchaus. Weil es natürlich auch ganz massiv war. Und ich möchte auch, also so ein paar Jahre später, ich möchte es nicht nur auf Neid zurückführen, ganz ehrlich. Also ich habe, so im Nachhinein kann ich schon verstehen, dass da andere Ansätze da waren und dass wir natürlich durch diese Omnipräsenz Platz weggenommen haben. Ja, das hätte mich auch genervt an deren Stelle tatsächlich. Nun, aber da war Platz, wie man gesehen hat am Röhler-Martran-Projekt zum Beispiel, die sich einen Platz geholt haben. Durch das Antikonzept. Durch das Antikonzept. Pam. Komm, sie nennen sich fantastisch, ich wundere mich, was ich, die Jungs dabei denken, sie sind spaßig. Natürlich ist es eine Methode, die kennt man ja, wenn einer große Piste ans Bein, da gucken alle auf den, der gerade am Pissen ist. Also ich glaube, die Röller haben sich von Anfang an nur darüber definiert, dass sie die Fantas scheiße finden. Und ich meine, nur weil ich, also was ist deine Attitüde, ich finde die Fantas scheiße. Viele Deutsche haben sich ja auch zu den harten Gangstertypen selbst gestylt, haben sich neben brennende Tonnen gestellt. Und da hat man dann immer gesagt, naja, das passt aber doch nicht so richtig. Ist in Frankfurt wirklich so schlimm wie in der Bronx? Und die Fantastischen Vier wurden zwar genau von diesen Typen nicht so wirklich ernst genommen, weil sie immer auch lustig waren. Aber auf der anderen Seite haben sie sich auch nie diesem Verdacht ausgesetzt und das ist ihnen hoch anzurechnen. Damals wurden die Fantas gefragt, wie die Hip-Hop machen können überhaupt. Weil die sind ja weiß, die sind nicht aus dem Ghetto und die sind jetzt auch nicht in dem Maße unterprivilegiert oder so. Und weißt du, was die Antwort von den Jungs war? We are from the Mittelstand, which means... We are from the Mittelstand, okay. Und das war die coolste Antwort, die man darauf geben konnte. Das war schon schwierig, nur an diesem Hit dann gemessen zu werden. Auf der einen Seite hat uns reich und berühmt gemacht, auf der anderen Seite hat er uns eine Zeit lang einfach falsch dargestellt und hat uns dann auch tatsächlich schon zugesetzt, weil wir natürlich mit sehr viel Anfeindungen zu tun hatten, aus einem Lager, dem wir uns irgendwie schon noch zugehörig gefühlt haben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich an meiner Straßenbahn war, so ein kleiner Junge hat das gesungen, die da, die da und ab da war das für mich. War das ziemlich uncool. Aber jetzt, wie gesagt, mit bald 20 Jahren Abstand oder 18 Jahren Abstand, ist nicht es mehr so schlimm. Nee, tut's nicht mehr so weh. Die da war einfach ein Mega-Hit und ich finde, man sollte dazu stehen. Es ist die Vergangenheit, es ist Teil der Geschichte. Und da kann man ganz locker mit umgehen, weil heute sind sie coole, erfolgreiche Musiker. Und dann kann man sagen, ja, wir waren jung, wir brauchten das Geld und haben halt sowas gemacht und die Leute haben es geliebt. Mehr zählt nicht. 1993 erscheint ihr drittes Album, Die vierte Dimension. Mit der zweiten Single, Tag am Meer, beweisen die Fantas allen Nörglern, dass sie mehr drauf haben als fröhlichen Deutschrap für Jung und Alt. Es ist die erste von vielen Metamorphosen der Vier, wenn nicht die wichtigste. Ich glaube, das Besondere an Tag am Meer war, dass man den wirklich nicht von den Fantastischen Vier erwartet hätte, weil es ja so ruhig ist und so fast ein bisschen loungeartig. Und das war überraschend und da war ja auch zum ersten Mal kam es dann so raus, dass sie ja, was ich den fast philosophischen Ansatz haben oder dass sie sich sehr viel Gedanken machen um die Welt. Speziell Thomas D. ist ja eigentlich immer dabei, die Welt zu retten. Hast du das gewollt? Hast du Angst zu begehen? Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind mittendrin. Es dreht sich nur um uns und es ist nichts wie bisher. Und es macht uns zu Brüdern mit dem Tag am Meer. Also über Tag am Meer weiß ich, wie der entstanden ist. Thomas und Michi haben sich nach diesem ganzen Alarm mit Chart-Erfolgen und Bravo und Teenie-Alarm erstmal abgesetzt und sind irgendwo nach Asien gefahren, um mal ein bisschen Abstand zu gewinnen.
Und ich denke, das hört man dem Song an, dass sie zu zweit, ich glaube an Silvester vor vielen, vielen Jahren auf einer Insel alleine saßen mit einer Rakete und haben sich da erstmal vom Sternenhimmel und alles Mögliche, natürlich auch vom Meer in dem Fall, inspirieren lassen. Es gibt nichts zu verbessern, nichts, was noch besser wäre, außer dir im Jetzt und hier und dem Tag am Trotz der neuen Klänge, das Blödeln haben die Fantas nicht verlernt. Beim Pay-TV-Sender Premiere bekommen die vier 1993 sogar eine eigene Fernsehserie. Die vierte Dimension. Skurriler Humor und nackte Tatsachen. Die Fantastischen Vier toben sich aus. Warum bin ich denn bloß gerade so übermütig? Das ist nix für Kinder. So, müssen wir das pumpen? Das ist eine Bewegung, die lernst du erst noch viel später. Sie nennen mich den Superfreak. Gab es dafür irgendwie einen Drehbuch? Nein, oder die wussten ja auch nicht, was wir machen. Nee, es gab einfach vier Kameramänner und uns vier. Und dann sind wir irgendwo hin, wo man irgendwas assoziiert hat. Feuer frei! Ja, Pang! Richtig. Dieses Konzept ist scheiße. Hey! Ich und mein Kumpel hier, ja? Wir sind von der Ausgang. Verstehst du? 26 Sendungen wöchentlich, eine halbe Stunde ist dabei rausgekommen. Irre. Ja, total irre. Total Banane. Können wir jetzt gehen? Oder können wir nicht? Nach 26 Folgen ist dann erstmal Schluss mit lustig. Auch im wirklichen Leben. Es ist aus, oh Gott. Die Fantas müssen sich ihrer größten Herausforderung stellen. Beweisen, dass sie zu Recht ganz oben stehen. Sie müssen sich gegen die wachsende Konkurrenz behaupten, für die sie letztlich selbst verantwortlich sind. Acts wie Fettes Brot, 5 Sterne Deluxe oder Afrop machen ihnen ihr Monopol streitig. Plötzlich ist deutscher Hip-Hop überall. Doch mit ihrem vierten Album Lauschgift machen die Fantastischen Vier allen klar, wer die wahren Herrscher des deutschen Hip-Hop sind. Mit der Platte gelingt ihnen ein seltenes Kunststück. Kritiker und Fans sind gleichermaßen zufrieden. Die Fantas haben bewiesen, dass sie echte Popstars sind, keine Eintagsfliegen. Warum war diese Platte so wichtig für euch, so in der Rückschau? Es gab immer wieder solche Wendepunkte oder Meilensteine, aber das war, finde ich, der erste richtig große. Jetzt ab, ich glaube, vielleicht waren wir ab da ernst zu nehmen und es war nichts Vorübergehendes mehr. Da hat es auch bei uns so geklingelt. Ich glaube, Lauschgift war der Beweis für uns, dass wir beides können. Hits machen, nämlich unseren bis dato, glaube ich, einzigen Nummer 1 Single-Hit. Sie ist weg, geschrieben von diesem Mann auch, der wirklich gesagt hat, scheiße, leck mir im Arsch, ich schreibe jetzt einen Hit. Mir langt's, ich weiß noch genau, mir langt's, ich schreibe jetzt nur 1. Hat er echt gemacht dann. Dabei muss die Band ihre Plattenfirma erst überzeugen, Sie ist weg als erste Single auszukoppeln. Die Bosse wetten mit der Band sogar um eine Kiste Champagner, dass der Song es nicht in die Top 10 schafft. Dank des Erfolgs der Single wird das Album zum Selbstläufer. Mit 250.000 Mark ist Sie ist weg der damals teuerste deutsche Clip. Es ist die erste Zusammenarbeit mit Ralf Schmierberg, der zum Hausregisseur der Band wird und im anschließenden Video für Populär das Tourleben der Fantas dokumentiert. Populär war einfach wirklich hauptsächlich dokumentarisch, wobei wir dann da ein bisschen eingegriffen haben, weil wir gesagt haben, ihr seid ja so langweilig, wenn ihr auf Tour seid, ja, ihr spielt ja nur mit der Playstation im Bus und nehmt nicht mal Mädels mit und so weiter. Und wir eigentlich das Rockstar-Leben den Fanta 4 beigebracht haben. Trotz des großen Erfolgs von Lauschgift zeigen die Fantas Mitte der 90er nach den stressigen Jahren des Aufstiegs erste Ermüdungserscheinungen. Ihr Manager greift zu einem Trick. Wir gründen unser eigenes Label. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich diese Idee mit dem Label so forciert, weil ich sie damit ablenken wollte. Von dem Gedanken, sich aufzulösen. Das Label entspannt die Lage. Die Fantas sind jetzt nur noch sich selbst verpflichtet. Ziemlich clevere Lösung, um diese vier grundverschiedenen Persönlichkeiten bei Laune zu halten. Nur weil sich jeder hin und wieder solo austoben kann, sind die Fantas auch als Band so gut. Eine Band, vier Frontmänner. Was für die Beatles galt, gilt auch für die Fantastischen Vier. An vorderster Front Thomas D. Der Philosoph, Buddhist,
Fitness-Fetischist, Öko-Aktivist. Solange du mich filmst, liegst du immer richtig. Wenn du mich im Fernsehen hast, hast du eine gute Wahl getroffen. Thomas D. ist der erste der vier, der ein Soloalbum veröffentlicht. Die Single Rückenwind wird zu einem Radiohit. Hey, der Typ hat eine Meise, aber Rückenwind. Wir betreten neue Wege, die wir noch nicht hatten. Ich nehme mit, in meinen Windschatten. Ein Song mit wahrem Hintergrund, denn Mitte der 90er geht Thomas D. mit einem mobilen Wohnsitz auf Reisen kreuz und quer durch Deutschland, letztlich eine Reise zu sich selbst. Unterwegs gabelt er das Sternchen Jenny Elvers auf, Ex-Heidekönigin und Ex von Heiner Lauterbach. Schnell stellt sich raus, der Austausch von Körperflüssigkeiten funktioniert, alles andere eher nicht. Jenny mehrt durch Thomas ihren Ruhm, er ist um eine Erfahrung reicher. Rapper? Ja, da wussten viele früher nicht, was das ist, ein Rapper. Aber seit Heiner Lauterbach diesem Rapper auf die Schnauze hauen will, wusste jeder, das ist ein Rapper. Im Gegensatz zu anderen deutschen Pop-Granten liest man über euch nie schlimme Dinge. Also, achtet ihr da auch bewusst drauf, so das Privatleben auch so unter Verschluss also zu halten? Wir haben ja, Thomas hat ja einmal dieses bewusste Yellow-Experiment eingegangen, als er Jenny Elvers heiratet. Mit unserem Einverständnis. Oh, stimmt, sie haben schon wieder komplett und, verdrängt. Ja. So, Thomas, lass es, wir hatten irgendwie immer damals Gala und so, als es neu war. Die wollten Stories machen so und wollten wir waren einfach gebrandmarkt durch Bravo. Aber wir haben doch gesagt, ey, pass auf, ich habe bei Hugo schon die vier weißen Anzüge bestellt für die Hochzeit. Und dann war mal kurz so dieser Yellow Dropout und ich glaube, das ist das Einzige, wo dieser Heiratsantrag an Jenny Elvers, wo deine Eltern vielleicht ein wenig skeptisch schauen. Ja, aber meine Mutter hat gesagt, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ja, da spricht viel Weisheit raus. Ja, dann, kennt ihr uns so. Eine Band, vier Frontmänner. Der Stylechecker und Casanova der Fantas, Michi Beck alias DJ Hausmarke. Anfangs vor allem der DJ der Band, der hinter den Plattentellern steht und den Selbstdarstellern Smudo und Thomas D. die Bühne überlässt, entwickelt sich Mädchenschwarm Michi bald zum wichtigen Impuls und Richtungsgeber der Band. In den Drehpausen erwischen wir Rudolf Valentino und wie hieß der Typ damals, der weltgrößte Liebhaber? Anfangs kümmert er sich vor allem um die Outfits der Band, um das mangelnde Stilbewusstsein seiner Kollegen zu kompensieren. Schwer vorstellbar, aber der Styler ist nicht halb so entspannt, wie er rüberkommt. Ja, Michi ist ein klassischer Kontrollfreak. Also er will wissen, was macht der, wie, wo. Das habe ich, aber da habe ich noch eine Meinung dazu. Im Moment halt nicht ohne mich. Und so kommt auch ein bisschen daher, dass er viele Dinge eben gerade, wenn es so um Klamotten geht und sowas, oder um Style, um Außendarstellung, ist ihm sehr wichtig und den anderen nicht. Das heißt, er muss da quasi mit in die Bresche springen und das hat auch viel, glaube ich, von seinem Charakter mit geprägt. Das war das letzte Wort der Picknicker-Party-Fraktion. Ich bin der Picknicker, kein Scheiß, Mann. Scheiße, Michi ist der zweite der vier, der ein Soloalbum vorlegt. 1998 veröffentlicht er weltweit. Du was Hausmarke anfasst, das passt. Klar, dass du Pausbacke das verpasst hast. Schau zu, dass du. Das Album erscheint zwar unter seinem Namen, ist aber schon die erste Zusammenarbeit mit DJ Tom Miller, mit dem er bis heute als Turntable-Rocker auflegt und durch die Welt reist. Eine Band, vier Frontmänner. Der vielseitigste der Fantas, Mikrofonprofessor und Kommunikationsprofi Michael B. Schmidt, alias Smudo. Smudo ist jemand, der wirklich alles machen will. Und man hat das Gefühl, dass er das Gefühl hat, dass er was verpasst. Also er daddelt hier in der Gegend rum, daneben er tippt einen Laptop und führt ein Gespräch mit dir. Und er sagt, so, kannst du mich mal angucken? Ich bin total bei dir. Also nicht ganz stimmt, aber... Tatsächlich kriegt das doch mit, aber manchmal kommt es einem so ein bisschen vor, als wenn er von irgendwas davon rennt. Aber offensichtlich geht es ihm damit, glaube ich, ganz gut. Smudo ist der einzige der Band, der bis heute keine Soloplatte veröffentlicht hat. Er versucht sich in der Fanta-freien Zeit lieber als Rennfahrer oder als Pilot. Eine Band, vier Frontmänner. Der stille Teilhaber im Hintergrund, Rhythmuspräsident und Soundkanzler Andy Y. Weil er den Mund nicht so voll nimmt wie die anderen, nehmen viele ihn selbst nicht ganz für voll. Es ist doch gar nicht lustig. Die nackte Wahrheit ist, ohne ihn wären die anderen drei nicht das, was sie sind. Es sind seine Künste als Produzent, die den Tracks ihren unverwechselbaren Charakter geben. Was man sofort feststellt, wenn man die Worte einfach weglässt.
Songs wie Sie ist weg oder MFG erkennt man sofort an ihrem prägnanten Sound. Wie Smudo, Michi und Thomas D. ist Andi zweifacher Vater. Doch der einzige der vier, der ohne Trauschein mit seiner Lebensgefährtin zusammenlebt. Mit einem rein elektronischen Album begibt er sich 2003 als letzter der Band auf Solopfade. Das Erfolgsgeheimnis der Fantas ist also nicht nur getrennte Betten. Nur weil sich alle hin und wieder ihren Soloprojekten widmen können, funktionieren sie auch als Band so gut. MFG mit freundlichen Grüßen melden sich die Fantas 1999 mit ihrem vierten Album zurück. Schon die erste Single mit ihrem Text aus 88 Abkürzungen macht klar, die vier haben es noch drauf. ARD, ZDF, C&A, BRD, DDR und USA, BSE, HIV und DRK, GBR, GmbH, ihr könnt mich mal. Danach kommt es zu einem absoluten Novum in der Musikgeschichte. An ein und demselben Tag werden gleichzeitig drei weitere Singles aus dem Album veröffentlicht, die von je einem der drei Rapper stammen. Für die visuelle Umsetzung ist wieder mal Regisseur Ralf Schmierberg verantwortlich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir alles passiert ist. Im Prinzip habe ich ja damals drei Videos gleichzeitig nacheinander gedreht. Und es war ja jeweils jedem sein eigenes Video. Das eine war ja Michi Back in Hell war für Michi, Lismo war für Smudo und Bundesdias Messias war Thomas D. So, jeder hatte sein Lied und sein Video. Ich musste aber gleichzeitig mit ihnen einzeln handeln. Und mit Lismo war das halt die sehr lustige Geschichte. Michi Beck war ein reiner Riesenwahnsinn, weil das einfach eine so unendliche Menschenschlacht war an VIPs und Extras und Statisten und so. Und das ja, ich glaube, in einem Tag, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das in einem Tag gedreht, das Video, um überhaupt die Leute zusammenhalten zu können. Also wir haben die so schnell gedreht damals, hintereinander, das waren so 10 Tage, dass ich da wirklich auch meine jeweils eine Reise mit dem Einzelnen hatte. Und Buenos Dias Messias war natürlich der absolute Wahnsinn, weil das war ein reines Experiment, da wussten wir gar nicht, was wir drehen. Wir hatten ja nur beschlossen, diese Terrorgruppe zu werden. Kurz mal so dachten, wir sind jetzt die autonome Mediengerilla in Deutschland und wollten gar nicht mehr aufhören damit. Also das größte Problem war, das Video zu beenden, weil wir eigentlich an diesen Überfällen, ja, gesellschaftliche Überfälle, so hatten wir das empfunden, wahnsinnig Spaß hatten. Ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Der Erfolg des Albums macht klar, die Fantas gehören zu den Größten der deutschen Musiklandschaft. Genau deshalb wird ihnen eine ganz besondere Ehre zuteil. Als zweiter deutscher Act nach Grönemeyer dürfen sie ein MTV Unplugged-Konzert aufzeichnen. Hip-Hop Unplugged, kein Problem für die Fantas. Und mit der Wahl der Location einer Höhle im Sauerland setzen sie noch einen drauf. Auch diese Diskussion, die wir davor noch hatten, haben mussten, mit, die machen ja gar keine echte Musik, weil die samplen ja, die nehmen ja Musik, die schon da ist, und die machen ja Musik mit Computern, das kann ja jeder. Bis man den Leuten erklärt hat, dass ein Computer, ein Sampler, ein egal was, ein Plattenspieler ein echtes Instrument ist, wenn man es als solches einsetzt, und dass die Kreativität genauso da sein muss, egal wie man es umsetzt. Und Unplugged hat diesen eher konservativ denkenden und hörenden Menschen gezeigt, oh, guck mal, das ist ja echte Musik, was sie da machen. Das ungewöhnliche Konzert wird ein Riesenerfolg. Die Fans wollen mehr. Also kehren die Fantas 2012 für ein zweites Unplugged in ihre Höhle zurück. Von einer Höhle im Sauerland in den Indischen Ozean. Als nächstes Sonderprojekt versuchen sich die Fantastischen Vier als Synchronsprecher für den Animationsfilm Madagaskar. Anschnallen, Jungs. Hier ist nochmal der Kapitän. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht, wir landen in Kürze. Die schlechte, es wird eine Bruchlandung. Das macht den Film an dieser Stelle besser als das Original, weil du noch diesen inhaltlichen Gag dabei hast. Und hinzu kommt noch, die haben uns angefragt, und Andi war gerade im Urlaub, und die haben gesagt, ja, die wollen, dass ihr das sprecht. Ey, das ist eine super Idee. Aber nicht, Andi ist im Urlaub, geht nicht, ist egal. Der Warte, ich soll sagen, spricht nicht. Also das ist eigentlich auch wie bei uns vier. Wir haben ja darauf bestanden, wo dass einer so eine Mastermind ist und nicht Andi, obwohl er nicht spricht. Das mussten wir machen. Wer hat dich denn zum König des Wracks gemacht? Wie bitte?
Na schön, du übernimmst das Kommando und reparierst das Flugzeug. Wer hat dir die Autorität verliehen, mir das Kommando zu erteilen? Gut, dann behalte ich das Kommando. Ja, du hast völlig recht, du behältst das Kommando. Und komm uns mit deinen kleinen Hippie-Freunden nicht in die Quere. Ihr 20-jähriges Bandjubiläum feiern die Fantas in ihrer Heimatstadt Stuttgart. Und Donnerwetter, das war ein echtes Heimspiel. Eine beeindruckende Geburtstagsparty, mit der die Fantas auch gezeigt haben, dass es mit ihnen längst noch nicht vorbei ist. Das ist nicht nur das größte Geburtstagsfest der Welt, das ist auch das größte Picknick der Welt, Stuttgart. Ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Kein Scheiß. Jeder weiß, Mann. Ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Oh yes. Jeder weiß, Mann. Stuttgart City, baby. Kein Scheiß, Mann. Klar, es ist unsere Heimatstadt. Und man stellt sich da hin und stehen 60.000 Leute mit dieser Kulisse, mit diesem Wetter. Und die hat man alle selbst dahin gebracht. Es war ja nicht ein Festival, wo danach noch, keine Ahnung, Robbie Williams spielt. Und man hat zufälligerweise die Leute abgeholt, sondern man hat sie selber dahin gebracht. 80.000 Leute. Naja, 60. 170. Machen wir okay. Reichlich. Kann man reichen. Ja, kann man aufrunden. Alles ab 50 kann man aufrunden. Sehr viele Leute auf jeden Fall. Wie hat es sich für euch angefühlt, da auf der Bühne zu stehen, zu Hause? Und das war wahnsinnig. Ein unglaublicher Flash. Also wir waren wirklich so lange nicht mehr so aufgeregt. Wir haben ja diesen Weg durchs Publikum als Entree gehabt, für was geht. Und sonst sind wir halt immer so, wir machen halt unsere Sprüche Backstage, bevor es dann halt rausgeht. Da hat keiner was gesagt. Keiner. Schweißperlen. Es war wirklich unglaublich aufregend. Wir haben schon vor echt mehr Leuten gespielt auf so Riesenfestivals und so. Aber es ist wirklich eine andere Energie, wenn 60 oder 70 oder was weiß ich wie viel nur wegen dir kommen und sich alle auf diesen Auftritt konzentrieren und auf dich jetzt freuen. Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Was geht? So erfolgreich die Fantas auch sind, die vier bleiben schwäbische Perfektionisten. Auch nach 21 Jahren gibt es nach jedem Konzert noch eine knallharte Manöverkritik. Ich habe gesagt, du sollst bei dem Ding den Schritt nach rechts machen, nicht nach links. Und dann will ich, also will ich, sie machen das jetzt wieder. Sie haben sich eine neue Videokamera gekauft, nehmen ihre eigenen Gigs auf und machen echt Manöverkritik. Also wirklich wie die Nationalmannschaft, irgendwie mit dem Bundestrainer. Und das macht sie aus. Also dass sie wirklich bis zum Letzten, wenn sie sich entscheiden, was zu machen, dann muss es den Fanta 4-Stempel haben und dann muss es auch der Qualität genügen. Und ich glaube, das macht sie nach wie vor höchst glaubwürdig, weil sie einfach glaubwürdig sind. Sie sind so, wie sie sind. Also sie sind qualitätsverliebte, brutal nervige Spacken, aber sie sind eben deswegen auch so gut. Wir sehen uns beim 100-Jährigen. Vielen Dank! The Band! The Horns! The Singers! Ich muss aus dem Flughafen. Ja. Ja, genau, dann müsst ihr wieder nach New York. Ja. Nur nach Berlin, LA. Nach Hause, nach zwei Wochen unterwegs nach Hause. Ja, scheint aber toll, dass ihr noch die Zeit für uns genommen habt. Toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt. So, ab auf die Number One Bühne mit den Jungs. Man muss den Fantas einfach die Schuld geben. Nicht nur dafür, den deutschen Hip-Hop erfunden zu haben, sondern auch dafür, uns seit zwei Jahrzehnten mit tollen Songs zu versorgen. Deshalb wollen auch wir mal Danke sagen. Und freuen uns auf die nächsten 21 Jahre an der Seite der Fantastischen Vier. Ich wollte auch Danke sagen, doch ich lieg im Krankenwagen.